Das Tanzverbot ist eine während bestimmter Zeit geltende Untersagung des Tanzes. Bestimmte Tage oder Zeitabschnitte mit religiösen, sittlichen oder traditionellen Tanzverboten hat es in vielen Kulturen gegeben. Dabei bezog sich das Verbot auf bestimmte Zeitabschnitte, für die die Ausgelassenheit des Tanzes als unangemessen galt. Ja, und liebe Freunde der schlungsten YouTube-Unterhaltung, wir tanzen natürlich nicht, sondern nehmen für euch auf, und das ist uns auch am Karfreitag um, wie spät haben wir das, 0.10 Uhr erlaubt. Oh ja, die beste Zeit für Poke-MMO mit den Schlungs, genau. Wir sitzen hier, haben uns quasi spontan nachts dazu entschlossen, weil wir halt nicht tanzen dürfen. Das verbietet uns das, ja. Der Papst ist es, glaube ich, oder? Der uns das verbietet. Haben uns dazu entschlossen, für euch Poke-MMO aufzunehmen. Eine weitere Folge. Ich glaube, es ist die Folge 23. Legen wir los. Ich bin jetzt im Spiel. Mit meinem neuen Skin. Ich sehe total böse aus. Und ich bin im Kanal Nummer 1. Ja, dann komme ich mal zu dir. Wenn wir diese Woche kein einziges Mal im selben Channel sind, gibt's dann ein Eis. Du hast noch ein Eis offen bei mir. Wir haben das letzte Mal, wo du hier warst, nur vergessen. Ja, getting wrecked. Adam. Ja, die Leute sind mir zu aggressiv, lass mal hier gehen. Ach ja, wir sind ja in der neuen Stadt, richtig? Und es ist mal wieder Nacht. Ja. Und ich habe einen geilen Grafikfehler. Der da wäre? Ich habe immer so einen Hut über dem Kopf und so einen roten Kasten, wenn ich seitlich laufe. Ich muss rennen, dann ist das nicht. Nein, ich will den sehen. Du kannst ihn ja nicht sehen. Also du kannst ihn im Video angucken. Doch, die Aufnahme. Attention, please. This is Wetness Day. Will ich mal sagen. Please get out of my way. This is Wetness Day. Lavender Volunteer Pokémon House. Ich möchte erstmal in den Markt gehen und mir Medizin kaufen. Hallo, ich habe ein rotes blinkendes Kästchen über meinem Kopf. Haben Sie etwas Medizin für mich? Hi there. Sicher habe ich statt. Du willst dich doch nur verstecken. Hier ist übrigens so ein Pokémon, das du haben willst, ne? Ja, ich drück mal hier auf Super Potion. 5 Stück gleich, zack, komm. Oh. Revive. Stell mich mal neben den. Das ist cool. Ich kaufe einfach mal ein bisschen hier. Komm, was soll der Geiz? Ja. Super Repel. Hammergeil. Ich hab gerade mal den Laden so ein bisschen leer gekauft. Ey, den Grafikfehler hatte ich in der letzten Folge noch nicht. Ist es auch, wenn ich rückwärts laufe? Ich kann gar nicht rückwärts laufen. Ich bin cool. Mein Hund rastet gerade wieder aus, weil ich nachts zocke und hier schlafen will. Hank, komm hier. Geh in dein Bett, los. Mach keine Randale jetzt. Yo, er schreibt mir, yo. Yo. Was hast du ihm geschrieben? Nichts. Er schreibt yo und geht weg. Finde ich auch gut. Ich wollte doch nur cool sein, habe ich neben den gestellt. Der wollte wahrscheinlich auch tanzen gehen. Er ist near the right one. Wie ich blinke. Hello, I'm the official name Raider. Achso. Was, wo bist du? Hier ist in einem der Häuser war ich. So, warte mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz AFK. Jetzt muss er wieder AFK. Ist seine AFK-Woche. Ich glaube, der wäre selbst bei Word AFK während des Tippens. Er schreibt dann mit dieser Bildschirmtastatur. So, Reh. Hi. Das Problem ist, dass mein lieber Hund, der liegt jetzt brav in seinem Bett. Aber wenn ich nachts zocke und er pennen will, das nervt ihn immer. Und dann setzt er sich vor die Tür und fängt an der Tür rumzukratzen. Das geht gar nicht. So, jetzt volle Konzentration. Ey, ich blinke hier wie so ein Weihnachtsbaum. Wir können auch mal gucken, ob wir irgendwie eine Gruppe aufmachen können jetzt, ne? Ja, okay. Wo meinst du, geht das Menü? Social? Okay. Blocklist, Friendlist. Ich hab dich mit einer Friendlist, okay. Was gibt's hier noch? Customization. Team. Create Team. Team Name ist natürlich die Schlongs. Kosten das? 15.000, habe ich das? Weiß ich nicht. Ja, habe ich. Die Schlongs. Team Tag ist große Klammer auf. D minus große
Kreis, Klammer zu. Geht nicht mehr, da mache ich nur DS. Oh, schade. Create Team. Do you wish to create a team named Die Schlongs? Yes. Okay. Natürlich will man sowas. Jetzt kann ich es nur createn, wie kann ich das denn verwalten? Social, vielleicht ist das jetzt da. Ne, jetzt habe ich ein Team gegründet. Wahnsinn. Ja, jetzt kannst du mich bestimmt hinzufügen. Ja, aber wie ist die Frage? Der Lorax läuft hier rum. Wahrscheinlich kannst du... Warte, vielleicht kann ich dich direkt anklicken und dann Pokey. Du bist selbst irgendwie... Whisper, Trade, Remove, Friend, Block. Nee. Ich glaube, du müsstest selbst erstmal irgendwie... Das müsste bei dir erstmal angezeigt werden, dass du in dem Team bist. Okay, Team. Ich kann jetzt createn. Ich habe eins created. Ja, kannst du jetzt auch irgendwie beitreten oder so, wenn du nochmal auf Team klickst? Nee, dann kann ich einfach nur noch wieder eins machen. You are not currently in a team. In any team. Do you wish to create one? Habe ich gemacht. Hm. Hast du denn Geld verloren? Ich guck mal. Ja. Ah, ich glaube nicht. Warte mal, ich mach das einfach nochmal. Ich habe genug Geld. So, name. Die Schlongs. Team Tag ist. Große Klammer DS, große Klammer zu. Jetzt sage ich Create Team. Do you wish? Ja. Yes. Okay. Okay, passiert nichts. Scheint nicht zu funktionieren. Aber bei anderen gibt es ja auch so einen Tag. Zu klappen. Ja, die haben das. Versuch du das mal zu machen. Hast du 15.000? Ja, hast du. Ja. Versuch das mal. Team. Ich gehe mal schon mal kloppen. Ja. Was bist du denn überhaupt hier? Wir müssen jetzt in den Turm. Echt? Ich bin gerade im Kampf. Mhm. Was jetzt Team erstellen geht irgendwie nicht, oder was? Wir müssen in den Turm. Gleich. Also, Teamname. Die Schlongs ist das Beste. Ja. D-S. Create Team. Yes. Geht. Ja. Geht irgendwie nicht, ne? Ja. Wo bist du denn gerade hin? Sonst gehen wir einfach mal weiter. Nach links. Ich kämpfe hier gerade gegen so ein Mädel. Wir müssen aber in den Turm. Ja, ich komme ja gleich wieder, wenn ich hier fertig bin mit der. Ja, sonst können wir erstmal gucken, was es hier für Pokémon gibt. Zibi. Im hohen Gras. Warum nehme ich nicht einfach mein Fahrrad? Miau, miau, miau. Zerschneide er. Kefiri hat die zwei Stück. Es gibt hier Mauzi. Hm. Wow. Das ist nicht so mein Fall. Nee, meins auch nicht. Jo, ich hab gewonnen. Obwohl, aber mein Squirtle schläft. Könnten ins Pokémon-Zitter gehen. Ja. Ey, dieses Geblinke ist auch schon ein bisschen nervig. Oh, hier gibt's Feuer-Pokémon. Oh, hammergeil. Da will ich auf jeden Fall eins von haben. Muss ich bei dem Level schon einen großen Pokéball benutzen eigentlich? Nee, also eigentlich kann man auch jedes Pokémon mit einem normalen Pokéball fangen. Ah, es gibt halt die großen. Ja, es gibt noch viel, viel mehr. Okay. Es gibt sogar den Meisterball. Wusstest du, dass man es gibt eine Rose, die wurde gezüchtet, die sieht aus wie ein Pokéball? Okay, und wie heißt diese Rose? Das weiß ich leider nicht. Defense Rose? You are so a creative man. Oh my gosh. Blink, tja. Blink. Ich bin Feuerwehr. Ja, toll. Wer? Ich bin die Feuerwehr mit meinem Blinklicht über dem Kopf. Scheiße. Dann geh schnell in Pokémon. Scheiße, Kranz hier, ey. Schlange, Drecksvieh. Yeah, das fange ich mir jetzt mal. Was denn für eins? Ein Growlithe. Ein Fukano. Finde ich schöner als Vulpix. Ja, mach mal. Ich guck mal hier. Hoffentlich hält er einen Rapid Spin aus. Rate mal, was mir gerade für ein Pokémon gegenübersteht. Ein Vulpix. Nein,
ein Growlithe. Nein, rate mal ein bisschen, denk mal ein bisschen nach. Okay, du hast einen Vogel. Ja. Das ist wie dieser Schildkrötenmann, das verfolgt mich irgendwie. Alarm, Vorsicht. Alarm. Okay, jetzt habe ich hier so ein Growlithe. Ja? Das finde ich cool. Ja, das ist so ein Feuerhund. Das fange ich mir. Ja, das wollte ich auch fangen. Der kann aber Brüller einsetzen. Roar, nennt sich das dann? Oh nein, ich hab's umgebracht. Das ist natürlich nicht so schlau, ne? Egal. Weiter geht's. Ach ja, ein Pitkay. So, da ist noch eins. Da mache ich doch einfach mal Rapid Spin. Pitkay, was soll denn das? Why do you tip on my nurse? Nurse. Oder nose. Nurse. Warum gehst du wieder auf den Sack, heißt das frei übersetzt? Nurse. Beep, beep, beep. Wenn du das im Video anguckst, ist geil, dass dieser Blick wie Kasten. Oh, ein Mauzi. Wie wird das denn geschrieben? Nerven, wie im Deutschen. Achso, Nerves. Ja. Ich hab Nurse verstanden. Nee, Nerves. Also Krankenschwester. Nurse. Oh, hi there. Nein, nein, nein. I'm going to operate. Schwester, Schwester, können Sie mir einen Blasen- oder Nierentee bringen? Oh, ja, komm. Knocking on Heaven's Door, Til Schweiger. Ja, komm, ist doch ein geiler Film und solche Dinge muss man sich einfach mal merken. Nein, ich habe mir das nicht gemerkt. Ja, aber ich. Ich habe mir jetzt so einen Hundi gefangen. Ja, ich hätte mir den auch fangen sollen und ihn nicht töten. Warum steig ich auf dein Fahrrad? Oh, jetzt hier. Jetzt habe ich hier so einen Vulpix. Kannst du ihn natürlich auch fangen. Ja, sieht ja ein bisschen scheiße aus, oder? Hey, ist halt was für Biber wie dich. Ich weiß das mal. Ey, das will man nicht. Mach Rap. Achso, du Rapid Spin hast du nicht mehr, ne? Ich fange jetzt einen Vulpix. Du Sack. Kannst gar nichts gegen machen. Ich glaube, ich habe einen großen Pokéball genommen. Genehm. Ja, habe ich auch. Genommen. So. Ist völlig legitim. Aber ich finde vom Design her, finde ich den normalen Pokéball einfach schicker auch. Ja. Also dieser... Oh, du standst hinter mir, du Perversling. Oh, du bist ja auch ein Mädchen. Der Hohengras stellte sich hinter mich. Du bist ja auch Mädchen. Ja, dann noch nicht im hohen Gras. Kannst du auch auf freier Fläche. Knicken und laden. Das macht man mit einer Schrotflinte. Ja. Mit einer Wasserpistole. Nee, die kannst du gar nicht knicken. Ich war ja Besitzer einer der ersten Super Soaker überhaupt. Die habe ich. Oh. Ich habe ja zwei Brüder und unsere liebe Mutter hat uns damals von Toys R Us. Ich weiß, dieses Geschäft gibt es bei uns in der Stadt nicht mehr. Also die Stadt, die bei uns in der Nähe ist. Mitgebracht. 3 Stück. Die waren damals, das waren so ganz klein, recht kleine, in grün und neongelb. Da kamen die gerade raus. Hammergeil. Und es war Sommer. Und da haben wir den ganzen Tag im Garten mit diesen Supersockern rumgeballert. Nur leider hat der Hersteller irgendwie nicht damit gerechnet, dass man das damit tut. Und die waren nach einem Tag schon kaputt. Ja. Also ich hatte eine Wasserpistole, das war glaube ich ein No-Name ziemlich, aber die hat richtig lange gehalten, 2 Jahre oder so, ja. Also jeweils nur den Sommer über, aber. Vulpix, bam, was kann ich noch, Roar kann das, Quick Attack, Tail Whip und Ember. Ember ist Glut, ist eine Feuerattacke. Ja, habe ich gerade 2-mal gemacht. So die erste. So eine scheiß Miezekatze, aber das war nicht so prickelnd, sag ich mal. Ja. Ich versuche jetzt erstmal den auf Level... 20 ist jetzt so mein Ziel eigentlich. Ja. 20 zu bringen. So ein paar scheiß Miezen hier. Ja, Hauke, wenn du das hier siehst, dann weißt du, dass wir geplant haben, dich morgen, heute früh zu überraschen. Das weiß er ja gar nicht. Und jetzt kann man das ja sagen, weil die Folge erst irgendwann nächste Woche rauskommt. Mittwoch wahrscheinlich, ne? Weiß ich. Will ich vermuten? Keine Ahnung.
Heute ist irgendein Tag, aber wir nehmen auf jeden Fall am Karfreitag auf, wie ihr im Intro gehört habt. War das eigentlich aus Wikipedia oder was das ja? Ja, das habe ich mir nicht ausgedacht. Aber Wikipedia ist gar nicht so schlecht, also um sich so ein Basiswissen von etwas zu beschaffen, wofür man sich interessiert. Man sollte beziehungsweise ein mögliches Basiswissen. Ja, also ich sag mal, ich habe ja im Rahmen meines Studiums, du bist ja halt viel mit Recherche beschäftigt. Und was man nie machen sollte ist, was ganz wichtig ist, für alle Leute, die irgendwann mal studieren oder das gerade, oh nein, ich habe einen Fehler gemacht. Muss mein Pokémon mal wechseln. Es ist immer zu empfehlen, egal eigentlich, auch wenn man nicht studiert, aber einfach wenn einen irgendwas interessiert und man das irgendwo nachgucken will, nicht nur sich auf eine Quelle zu verlassen. Ja. Das ist unheimlich wichtig. Also immer mehrere Quellen beziehen, sich die mit gesundem Menschenverstand, sage ich mal, anzugucken und sich zu überlegen, was aus den verschiedenen Quellen passt zusammen und ist dann meistens auch richtig. Aber es gibt ja Leute, die googeln irgendwas zum Beispiel und nehmen den ersten Link für voll und da kann halt, dann hat halt irgendjemand im Vorfeld, der diesen Link, in diesem Link die Informationen halt preisgibt, hat halt schlecht recherchiert und einen Stuss hingeschrieben und dann nimmt man das für voll. Also? Worauf ich auch ganz häufig gestoßen bin, ist, dass Leute einfach in Foren ihre Frage posten und dann sind es halt so halbgare Antworten, ja, die da kommen. Ja. Das wird halt auch viel vollgenommen. Ja. Aber es ist halt schon wichtig, dass man. Ey, wie habe ich das Gefühl bei diesem. Ich blink schon wieder. Beep, 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 beep. Ob was denn. Ja. Ob was denn der Mittwoch kommt. Beep, 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 beep. Na, wie gesagt, auf jeden Fall immer mehrere Quellen benutzen. Das ist einfach so. Und es ist nie verkehrt, ganz traditionell einfach mal wieder in ein Buch zu gucken. Ja, ich muss zugeben, das mache ich selbst. Eigentlich gerne. Ich hab mir in meinem Studium, ich habe mir noch nie so viele Bücher gekauft. Ich hätte sie mir alle leihen können. Aber ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen Fan davon geworden, in solchen fachspezifischen Büchern zu wälzen, mir alles Mögliche durchzulesen, weil es mich einfach interessiert. Weißt du, du fängst mit irgendeinem Thema an. Wenn ich jetzt von meinen Themen erzähle, das ist alles viel zu fachspezifisch. Aber mal ganz allgemein, man interessiert sich für irgendeine Tierwelt oder irgendein Land zum Beispiel. Ja? Mhm. Man interessiert sich für ein Land. So, dann kannst du dir natürlich irgendein Land bei Wikipedia das Land eingeben, liest eben durch, die haben so und so viele Einwohner, die und die politische Ausrichtung, bla bla bla, und liest das eben durch und sagst, okay, jetzt weiß ich Bescheid über das Land. Am besten ist natürlich, man reist hin und lernt das Land selber kennen, aber wenn man sich dann so Bücher holt, wo, keine Ahnung, irgendwelche Zeitzeugen und Leute, die das besucht haben, wirklich teilweise echt interessante Bücher schreiben und die auch ruhig etwas älter sind, da kriegst du so viel Information raus, die findest du einfach nicht im Internet, die findest du da nicht. Ja. Und das ist halt auch, wenn man jetzt sich irgendwie fachlich irgendwo für interessiert, ist das halt häufig der Fall. Das macht halt schon Arbeit, ne? Nee, ehrlich gesagt. Ja, die Bücher zu finden. Ja. Also du kannst meist nicht im Internet nach solchen Büchern recherchieren. Ja, jetzt in meinem. Du musst halt die Bücher nehmen und ins Blaue greifen. Du brauchst Glück, um solche Bücher zu finden. Ja, aber dafür. Oder Leute, die sich schon mit dem Thema auseinandergesetzt haben und es schon gefunden haben. Also da gibt's ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, an jeder Hochschule, Universität oder einfach einer staatlichen großen Bibliothek gibt es einfach Leute, die arbeiten da nicht nur, weil die Bücher einsortieren, sondern weil die einfach teilweise, also in den meisten Fällen sind die gut ausgebildet und die können dir einfach zum Beispiel helfen, in so Datenbanken dich zurechtzufinden. Also ich hatte gesagt, ey, ich habe hier so ein Thema, ich finde da nicht zu, und dann bin ich bei uns an der Hochschule in die Bibliothek gegangen und habe denen das erzählt. Gesagt, zu dem und dem Thema brauche ich Informationen. Und dann hat Da lernst du erstmal überhaupt zu suchen. Weißt du, das muss man auch erstmal lernen. Also wie findet man eigentlich das, wonach man sucht? Und wir haben halt, da gibt es doch verschiedene Datenbanken, und das hat die mir dann alles gezeigt, war unheimlich nett. Und hat mir das alles angeguckt und so. Und dann weißt du auch, wie du suchst. Und dann findest du auch eigentlich meistens das, was du brauchst. Und es gibt teilweise auch,
wenn man sagt, jetzt nur Bücher, muss auch nicht unbedingt sein. Es gibt auch unheimlich viele Fachzeitschriften, die tolle Artikel. Was jetzt passiert? Okay, das war irgendwie komisch, Buggy. Ich habe dem einmal Schaden zugefügt und dann war das irgendwie weg. Na gut. Und wo auch unheimlich interessante Sachen drinstehen, die man verwenden kann. Also falls ihr irgendwann mal euer Abitur macht oder schon gemacht habt und studiert und Facharbeiten schreiben müsst, bevor man das macht, erstmal lernen, wie man richtig recherchiert und Informationen findet. Das ist eine Heidenarbeit, ist das. Also ich sag mal so, wenn du Studienarbeiten oder so schreibst, ein Riesenteil der Arbeit ist einfach, ist immer zwischendurch, ist Wasser gegen Feuer effektiv? Ja. Eine Riesenarbeit ist einfach Recherche. Also rauszufinden, wie kann ich mal die Informationen finden, die ich brauche. Ja. Also Bücher sind echt toll. Also generell. Ja, es gibt natürlich auch Quatsch, ne? Das mal davon ausgehen. Aber wie ich schon gesagt habe, ich bin halt ein Riesenfan von so Fachliteratur einfach. Wenn ich das dir hinlegen würde, du würdest dir das angucken und sagen, was soll ich denn damit? Da hast du null Interesse dran. Da kann ich dir auch ein paar Bücher hinlegen. Ja, so, und aber ich gucke mir das voll gerne an, sowas. So, und ich habe gerade mal auf unsere Zeit geguckt. Jetzt haben wir hier über... Ich wollte noch eben anmerken, ich habe gerade gegen Clefairy gekämpft oder gegen zwei. Ja. Und die haben folgende Attacke eingesetzt. Follow me. Oh. Und wo bist du jetzt? Und dann ist mein Kriegstörtchen eingeschlafen. Ja. Und ich dachte mal, singen die das Lied von Uncle Cracker? Singen die das Lied? Ich kenne das nicht. Doch, kennst du? Nein. Wenn du es jetzt singst, kenne ich es. Sing mal. Nein, ich singe es. Doch, du singst es. Wir haben keinen Freitag. Und wir dürfen keine Musik machen. Oh, ja. Deswegen kannst du nicht singen. Genau. Aber dann dürfen wir aber auch nicht zu Hauke fahren. Doch, dürfen wir. Stimmt, ist ja Karfreitag. Genau. Oh, Alter. Okay. Wir laufen. Nein. Ihr werdet wahrscheinlich bis, wenn ihr das jetzt fleißig guckt, unsere Videos, müsst ihr bis morgen warten, bis das nächste rauskommt, weil wir jetzt, wir nehmen gleich, glaube ich, noch eine zweite auf, denke ich mal, ne? Ja, das machen wir. Ja. Aber ihr könnt die halt erst morgen sehen, beziehungsweise ihr müsst einfach aufs nächste Video klicken. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, wie immer, und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Schlangsche YouTube-Unterhaltung mit Poke-MMO. Tschüss. Schlaft gut.